Es ist Sonntagnachmittag und der kleine König ist fleißig. Ich freue mich so. Ich bin zu Gretes Geburtstag eingeladen. Zur Grete-Fete. Geburtstag haben ist so schön. Ich muss mich beeilen. Hallo, Grete. Alles Gute zum Geburtstag. Hier, das ist für dich. Oh, schon so viele Geschenke und eine Geburtstagstorte. Und ein so schön geschmückter Stuhl für mich. Grete, Fete. Ach so, ja, stimmt. Oh, hier, die Geburtstagskerzen müssen ausgeblasen werden. Zum Geburtstag, liebe Grete. Bravo! 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 Geschenke auspacken, kommt alle mit! Oh, so große Geschenke habe ich zu meinem Geburtstag aber nicht gekriegt. Soll ich mal für dich nachsehen, was drin ist, Grete? Was ist denn drin? Naja, Heuherz und Heukranz. Das ist mein Geschenk. Gefällt's dir, Grete? Also zu meinem Geburtstag habe ich ja noch viel bessere Sachen gekriegt. Also zuerst ein Spiel, dann... Nanu, wo sind denn alle hin? Sie spielen schon. Schnell, mach mit. Ach nö. Warum denn nicht? Macht dir Topfschlagen keinen Spaß? Ach schon, aber es ist, weil... Grete hat alles und ich hab nix. Kein einziges Geschenk und nix für mich. Und heute ist doch Gretes großer Tag. Grete Fete eben. Ja, eben. Hast du denn gar keine Lust mehr? Nö. Ich muss sehen. Was ist das? Ja, Grete, guck mal alle her. Ich habe mir ein schönes Spiel für uns ausgedacht. Ich bin der Lokomotivführer. Und Grete darf bestimmen, wohin die Reise geht. Na dann, gute Fahrt. Gut, gut, abfahren. Die Mittagspause ist vorbei. Und der kleine König... Ruhe! Bin noch beim Nachtisch. Gleich habe ich alle Kirschen weggeputzt. Schade. Wie schön wär's doch, wenn ich meinen eigenen Kirschbaum hätte. Ich weiß, wie man einen Kirschbaum macht. Aha, erzähl doch mal. Ich muss diesen Kirschkern nur in die Erde legen. So ganz einfach. Schön gießen und warten. Sehr lange warten. Bis zum nächsten Frühjahr. Ja, ja, mal sehen, ob's schon Wurzeln hat. Hey, das sieht ja noch genauso aus wie vorhin. Der Gärtner braucht Geduld, kleiner König. Zu viel Neugierde ist da eher schädlich. Nur ein bisschen warten, der Baum wird schon wachsen. Ganz sicher wird er das, kleiner König. Und wenn aus dem Kirschkern ein Kirschbaum wird, dann muss das doch auch mit anderen Sachen gehen. Womit denn zum Beispiel? Na, aus dem Apfelkern wird ein Apfelbaum. Aus dem Aprikosenkern wird ein Aprikosenbaum. Was gibt's denn noch? Und aus dem Gummibär wird ein Gummibaum. Ja. Halt! Es war ja fast alles richtig, kleiner König. Aber die Arbeit mit dem Gummibär kannst du dir sparen. Und wie? Wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld ich bald spare, wenn ich meine Gummibärchen vom eigenen Baum ernten kann. Überhaupt keins. Denn Süßigkeiten werden in der Fabrik hergestellt. Schau mir nur gut zu. Hoffnungslos. Ich habe nämlich noch ein paar prima Sachen gefunden, die ich auch züchten werde. Sachen, die ich echt gut gebrauchen kann. Eine Murmel, ein Spielzeugauto und einen Groschen. So, wie lange muss ich jetzt wohl bis zur Ernte warten? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist das noch diese Woche? Ach, lass dich überraschen, kleiner König.
Mit einer unglaublichen Geduld gelingt es dem kleinen König, 10 Tage lang stillzuhalten, ohne die Samen aus den Töpfen zu buddeln. Jetzt will ich aber schnell hin und meine Pflanzen anschauen. Sicher hat sich alles bestens entwickelt. Na bitte, ist doch ein hübsches Gärtchen auf meiner Fensterbank. Nö, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Da stehen lauter Bäumchen, an denen Süßigkeiten und Spielsachen wachsen. Das gibt es nicht. Das kann es gar nicht geben. Ja, ja, ich habe das grüne Händchen, wie man unter uns Gärtnern sagt. Es ist ein Wunder. Oder ein Trick. Hey, was versteckst du da hinter deinem Rücken, kleiner König? Ein König versteckt grundsätzlich nichts, was man sehen soll. Zeig mal her, kleiner König. Och, ist nur so eine Tube Klebstoff. Klebstoff? Naja, ich habe also jeden Tag heimlich nach meinen Blumentöpfen gesehen und gar nichts ist passiert. Nichts. Da habe ich mir vom Gärtner so kleine Bäumchen gekauft. Und lauter Sachen dran geklebt. Dann ist das ja alles kein Wunder. Doch. Wunderbäume sind es schon. Von wegen. Doch, es sind Wunderbäume, weil sich jeder über sie wundert. Urlaubszeit und der kleine König muss regieren. Was hast du denn da so Wichtiges zu lesen? Lauter Postkarten, Urlaubsgrüße von meinen Freunden. Na, lies doch mal vor. Grüße aus Mallorca von Sigrun hier, Saluti da Venetia von Anne und Liebesgrüße aus Moskau sendet Tante Röschen. Das ist doch schön. Kein bisschen schön, ich hasse Urlaub. Na, 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 kleiner König. Bist du am Ende etwa ein bisschen neidisch auf die anderen, die jetzt baden, in der Sonne liegen und faulenzen? Ha, neidisch? Ich bin König und alle anderen sind neidisch auf den König. So war es ja gar nicht gemeint. War es doch. Und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Hat sich ausregiert. Ich mache mir jetzt meinen eigenen Urlaub. Wirst schon sehen. Ein König kann doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen und sich davon machen. Kann ich eben doch. 1, 2, 3, stopf ich alles rein, stopf hier und noch da. Sind die schwer. Wo willst du hin? Ach so, jetzt wird unter freiem Himmel. Genau. Was schreibst du denn? Viele Grüße aus dem Urlaub. Die Sonne scheint. Ich bade den ganzen Tag. Hier ist es herrlich einsam. Der Sand ist warm und weiß. Du bist verrückt. Stör mich nicht. Ich muss heute noch ganz viele Urlaubskarten schreiben. Ah ja, das Essen ist gut. Seid nicht neidisch, aber ein König muss eben auch königlich Urlaub machen. Und wenn Könige verreisen, dann lacht der Himmel. Punkt. Dann hat gefälligst der Himmel zu lachen. Was bist du nur für ein Aufschneider? Gleich wird es regnen und du sitzt mit dem ganzen Mobiliar im Freien. Und außerdem schwimme ich den ganzen Tag. Hassi! Schluss jetzt und ab ins Schloss, kleiner König. Die Karten schwimmen ja schon davon. Gesundheit. Womit könnte man dich nur wieder aufheitern? Vielleicht so. Zuerst hast du Karten gelesen. Dann hast du Karten geschrieben. Ja. Und jetzt könnten wir doch Karten spielen. Das macht uns doch immer Spaß. Mir macht gar nichts mehr Spaß. Lasst mich alle in Ruhe. Hey, kleiner König, so geht das nicht. Das ist kein gutes Ende für unsere Geschichte. Nein, nicht? Na schön, dann schick ich meinen Freunden morgen eine Spielkarte per Post. Und ich lade sie alle zu mir ein, zum Kartenspielen. Und schon ist er wieder ins Bett gehüpft und eingeschlafen. Sicher träumt er schon von seiner Lieblingskarte. Welche das ist? Der Herzkönig vielleicht? Ganz falsch. Es ist die Speisekarte. Ja, mit doppeltem Nachtisch. Ja, die Speisekarte mit viel Nachtisch am Ende. Jetzt schlaf schön
träum was Süßes.